Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir fliegen weiter zu der neuen Ingenieurin, zu der wir auch mal hin wollten, in dem Witchhead-Nebel. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass die Sachen, die man braucht, um sie dann auch endgültig freizuschalten, ja, dass man die Dinge von unseren netten Nachbarn bekommt, von den Targoiden. Und das könnte zumindest mit der ASP ein kleines Problem werden. Habe jetzt auch nicht vor, das zu erledigen, beziehungsweise, ja, wir müssen die nicht zwingend freischalten. Wollten nur mal vorbei, mal schauen, wie es da so bei der aussieht und ob vielleicht das System oder die umliegenden Systeme was Interessantes zu bieten haben. Denn die Sachen, die sie... Moment, so. Die sie uns verbessern kann, die ja, können auch ein paar andere innerhalb der Bubble. Und die haben wir schon freigeschaltet. Das heißt, die kann jetzt nichts Neues, was uns irgendwie ja, besonders tangieren würde, würde ich jetzt mal behaupten. Es sei denn, ihr sagt, die kann doch irgendwas Besonderes, aber ich bin der Meinung, die kann nichts anderes als die anderen schon. Es gibt ja alles doppelt und dreifach mittlerweile. Er hat auch zurecht geschrieben, warum nutze ich nicht einfach den VSS, wenn ich was über den Planeten wissen will, habt ihr natürlich recht. Bloß den Eintag, da hatte ich das Problem, wenn ich den jetzt hier mal anvisiere, das kann nicht wahr sein. Da starte ich gerade eine Aufnahme und keine zwei Minuten später kommt wieder der Krankenwagen vorbei. Hört man ihn noch? Nee. Jetzt geht's. So. Wir können mal reinschauen, denn... Genau. Das ist jetzt das Problem, denn... Den ich jetzt anvisiert hatte. Gut, in dem Fall bräuchte ich mich ja bloß so ausrichten, wenn ich dann den VSS starte. Dann liegt ja der Planet auch direkt vor mir. Aber ich dachte, ich habe dann hier nochmal, sehe nochmal, wo die, welche ich genau anvisiert habe. Okay, wieso? Ah ja. Aber das ist leider nicht der Fall. Deswegen, das hatte ich den Eintrag schon mal kurz probiert und wollte schauen, ob ich in dem VSS zufällig auf Anhieb den Himmelskörper sehe, den ich auch in der Systemkarte anvisiert habe. Das ist aber nicht der Fall. Das heißt, ich müsste schnell alle durchgehen. Das wäre jetzt auch kein großes Thema. Aber, ja. Das könnten sie vielleicht nochmal irgendwie ändern, dass man den dann leichter im VSS zumindest die Richtung erkennt, wo der anvisiert ist. Auf jeden Fall, die Beta ist jetzt gestartet, habe die auch schon runtergeladen, habe mal kurz reingeschaut, aber ja, ich kann euch daraus nichts zeigen, also es, weil es einfach nichts Neues gibt. Es gibt natürlich so ein paar kleine Änderungen hier und da, die dann im Januar-Update auch ins Spiel Einzug halten, aber... Ja, das sind alles kleine Sachen, Bugfixes, Soundfixes, fix hier, fix da, alles wird gefixt. Ja, viel mehr ist da nicht. Wird auch ein paar Sachen das Mining betreffen, allerdings ja nicht so krass, wie sich manche vielleicht gedacht haben oder im ersten Moment erschrocken waren, denn da steht sowas drin, wie dass die Preise für die ganzen Sachen, wie auch für Pyanid, Void Opale, also Lernopale und so weiter, da so ein bisschen... Ja, die werden nicht angepasst, aber es gibt dann je nach, wie es jetzt eigentlich auch schon fast der Fall ist, kommt dann auf das System drauf an, auf die alle aktuelle wirtschaftliche Lage des Systems, wo man die dann nach wie vor für viel Geld noch verkaufen kann. Also an dem Geld an sich wird sich wohl nicht großartig ändern, aber halt kann sein, dass die Systeme dann einfach anders sind, wo man die Sachen verkaufen kann. Ja, das, also die schrauben ja nach wie vor immer mal wieder so ein bisschen an der Hintergrundsimulation. Freut mich, dass wirklich einige von euch jetzt wieder zum Spiel gefunden haben. So, okay, dann fliegen wir doch mal zu ihr. Jetzt geht's. Cinderdog, okay, dann geht's los. Ist auch gar nicht so weit weg. Ach, guck an, ich hätte gedacht, wir haben jetzt ein paar tausend Lichtsekunden Zeit, um dahin zu kommen. Habe ich denn hier eigentlich eine... Habe ich auch nicht. Auch kein super groß Assistent. Ich glaube, so hieß das Teil. Habe ich nicht eingebaut. Na gut. Vielleicht gibt es ja hier noch was Gescheites in dem System. Wenn ihr euch die Beta runterladet oder das Update im Januar kommt, nach wie vor sichert euch immer mal vor den Patches. Eure Tastaturbelegung sicher ist sicher, falls sie dann nämlich weg ist, einfach reinkopieren.
Das Problem, was ich immer habe, ich habe ja das PS4 Gamepad angeschlossen. Das nutze ich für den Buggy und für die Kamera. Also für die Kamera hier. Da ich habe die doppelt belegt, einmal komplett alles mit Maus und Tastatur und einmal für die sanften, leichten Fahrten dann mit dem Gamepad. Und wenn ich das Spiel ohne Gamepad starte, dann hat er schon mal die Standard-Tastaturbelegung drin, sondern also nicht nur nicht die für das Gamepad nicht, sondern komplett ist alles weg. So. Und wenn ich dann allerdings wieder das Gamepad anschließe, dann geht es auch wieder. So, wenn ich allerdings das Spiel mit einem anderen Gamepad aus Versehen starten sollte oder in Steam unter den Controller-Eigenschaften auch angegeben ist, dass es das PS4 Gamepad als normales Gamepad anerkennen soll, man kann das ja ein- und ausschalten, dann zerschießt bei mir komplett die Tastaturbelegung, dann wird die auch nicht wiederhergestellt, wenn ich es normal starte. Also, vielleicht, das wäre ein Fix. Ich glaube, der würde ganz weit oben bei sehr vielen Spielern stehen, dass einfach das nicht mehr passiert mit den mit der Tastaturbelegung, dass die andauernd zerballert wird bei einigen Leuten. Bei mir auch schon oft genug, aber ich habe mittlerweile, ich glaube, ich habe die an 3 verschiedenen Orten gespeichert. Also 2-mal auf jeden Fall auf 2 verschiedenen Festplatten. So, das sollte vielleicht reichen. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja hier noch was Gescheites. Jo, passt. Wunderbar. Schade, der Planet an sich hat nichts Gescheites dabei. Kein Vulkanismus. Wolfram, Yttrium. Vielleicht die anderen Planeten hier im System. Oder wir können auch direkt, wenn wir schon mal mit der... Doch, eine menschliche... Ach, ja. Naja, okay, vergesst. Ich wollte gerade ganz kurz Feuer und Flamme. Wegen der menschlichen Quelle. Aber ich glaube, wir steuern direkt auf diese Quelle zu. Mach den mal kurz aus, damit wir auch die schöne Landschaft von hier oben begutachten können. Ja, ein bisschen zu schnell. So, jetzt passt's. Haben wir noch einen Tick. Da. Oh, das baut sich aber schon zeitig auf. 400 Kilometer Abstand und man sieht schon die... Okay. Ist das neu? Dass man noch... Also, das kenne ich ja so überhaupt nicht, dass man aus der Entfernung... Der ist ja auch nicht so groß, der Planet. Wie groß war der denn? 2500 Kilometer im Radius. Dass man die aus die Entfernung schon sieht. Oder natürlich die Basis hier, Cinderdock, ist unglaublich groß. Das kann ja auch sein. Schauen wir mal. Aber auch hier wieder in der Nähe... Gut, egal, wo sie hier auf dem Planeten ihr Dock errichtet hätte, sie wäre immer in der Nähe von irgendeinem Krater. Aber auch die ist wieder ganz in der Nähe von einem großen Krater, wie die meisten anderen Ingenieure. Ich kann mich noch erinnern, als wir das allererste Mal so ein paar Ingenieure abgeklappert haben, die waren alle irgendwo am Kraterrand angesiedelt, was eigentlich auch ziemlich cool immer aussieht. Oh ja, das ist so eine schöne, beringte Stadt. Ui, das sieht aber nett aus. Hallo! Wie viel G haben wir denn? 0,28. Nicht, dass ich da hier irgendeinen Turm zerschieße, wenn ich da jetzt nicht ganz auf die G-Kräfte achte. Schick. Nett hat es hier. Dürfen wir landen? Ich habe dir zwar nichts mitgebracht. Doch, vielleicht ein paar Kartografierungsdaten. Da hinten ist das Landedeck. Das sieht schick aus. Doch, das gefällt mir. Das ist immer furchtbar, wenn die Kamera gebunden am Schiff mitgeht. Man kann das ja auch ausschalten. Das gefällt mir. Das sieht ganz gut aus. So, dann werden wir uns mal auf das Landepad begeben, da hinten hin. Füße raus. Landefüße, Fahrwerk. Ja, dann geht's runter. Das sieht schon echt ganz, ganz geil aus. Das gefällt mir gut. Oh Mann, da hat aber einer schlecht gezielt beim Anflug. So. Wunderbar. Könnten wir auch hier mit dem Buggy eine kleine Runde drehen? Ja, viel ist nicht zu machen bei ihr, ne? Das war klar. Das ist die gute Chloe Zedesi.
oder so. Genau, müssten halt die 25 Teile spenden. Wie hieß das der Kram nochmal? Sensorfragmente, Sensorenfragmente. Ja, haben wir nichts dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob man die so irgendwo sammeln kann. Unabhängig davon, ob ich Targoiden abschießen muss oder nicht. Aber es könnte gut sein, dass man die erst abschießen muss, dass man die dann bekommt. So, komm, wir gehen direkt mal in den Buggy rein. Ah, das ging schnell, da sind wir ja schon. Müssen wir uns bloß merken. Beziehungsweise wird uns ja auch angezeigt, wo wir unser Landepad haben. Dort, da ist unser Schiff drauf. Da geht es dann wieder hin. Das sieht echt ganz cool aus. Da links oben ist auch noch der Nebel. Also ja, da rechts, dahinter natürlich auch. Aber das ist doch mal eine schöne Aussicht. Nein! Ja, ein Tick zu tief war das. Kann ich es auch so ohne Buggy nehmen. Habt ihr bestimmt dann schon im Vorschaubild gesehen. Ja, ein bisschen schade, ne? Viel machen kann man nicht. Genauso wie bei allen anderen kleinen Städten und Siedlungen, die, also zumindest auf denen man landen kann, da ist ja immer nicht viel zu machen. Da kann sie ein bisschen rumfahren, ein bisschen erkunden, ein bisschen was angucken, aber irgendwie was mitnehmen oder so, das bringt alles nicht. Die Laternen gefallen mir. Huch, ups. Gefallen mir auch, wenn man die auf dem Kopf sieht. Ihr könnt hier natürlich so eine kleine Rallye machen, drumherum einmal, aber wir hatten das ja schon mal irgendwann versucht, mit irgendwie 8 Leute waren, glaube ich, dabei, 8-9 Leute. Das ging gar nicht. Die Instanz hat so geleckt, das war die Hölle. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, wobei es hier vielleicht ein bisschen langweilig wäre. Es geht ja, ja. Ah, wobei, hier kommt dann doch ein kleines Hindernis. Ich wollte gerade sagen, hier geht es wahrscheinlich bloß einmal im Kreis rum, aber nö. Ausgang? Es gibt doch auch immer irgendwo die großen Ausgänge. Aber jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Könnte sein, dass hinter uns einer war. Da hinten müsste ein Ausgang sein, hinter dem Gebäude. Geändert oder was? Warum? Hä? Das war doch vorher so bläulich, jetzt ist auf einmal gelb. Verpasse ich was? Warum ändert sich denn? Ach, wegen der Werbung dort oben oder was? Ach so, ich wollte schon sagen, was ist denn das? Ah ja, okay, da schaltet die Werbung immer mal um. Jetzt war ich aber kurz verwirrt. Eine Möglichkeit irgendwo so ein bisschen hochzuklettern mit dem Buggy. Das könnte klappen. Oh oh. Okay. Gar nicht damit gerechnet, dass wir schon so weit oben sind. Na. Was ist denn das? Ach, so eine Drohne. Das wäre doch auch ganz geil, wenn man den Buggy mit so einer Drohne bestücken könnte, dass der Buggy so einen extra Slot hat, wo du dann halt irgendwas, wenn du auf der Oberfläche unterwegs bist, noch mitnehmen kannst, dass du halt so eine im Vergleich zu einem Fighter bei einem Schiff, dass du dann so eine Drohne hast, die dir hinterher schwebt oder so im Umkreis vom Buggy dann dir folgt und dir dann auch hilft, wenn du irgendwo ja, auf andere feindliche Drohnen triffst oder was auch immer. Das fände ich ganz geil. Irgendwas Neues mal. Gibt ja seit man muss auch sagen, erst seit 4 Jahren nur einen einzigen Buggy. Damals, ich weiß noch, wie jung und naiv ich doch war, als ich noch dachte, ja komm, die bringen jetzt erstmal den einen Buggy, dann kommen
nächsten Jahr vielleicht dann nochmal ein, zwei andere verschiedene Typen. Wie konnte ich nur so weit denken? Das war ja reinste Blasphemie. Das war ja... Ui, 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 ui. Das war nämlich nix. Oh, scheiße. Oh, das war auch nichts. Kleinen Moment mal kurz. So, weiter geht's. Oh, oh. Oder auch nicht. Könnte sein, dass ich... Nee. Wir kommen wieder raus. Es wird auch gelacht. Der beste Buggy-Fahrer des... das Universum. Ach, guck mal. Tatsächlich geschafft. Wie auch immer. Einmal rausgedreht. Beste Buggy-Fahrer der Milchstraße hier. Irgendwie Probleme beim Fahren hätte. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt muss ich mir aber erstmal kurz einen kleinen Überblick verschaffen. Roll ich runter? Nee, bleibt stehen. Gut. Ah ja. Ja, schon echt ganz nett gemacht. Kannst du nicht meckern. Aber gibt halt nicht viel zu tun, ne? Ist das unsere? Das müsste unsere sein. Bin ich jetzt einmal drum rumgefahren schon? Komm, dann versuchen wir mal zu unserem Schiff zu gelangen auf dem Landepad. So. Ist ja noch ein Stück. Schöne Idee, wie wir das anstellen. Da rechts ist es. Okay, pass auf, dann machen wir das gleich von hier. Oh, 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 oh. Da wurde aber ein bisschen geschlampt. Gut, ist vielleicht jetzt auch nicht dafür ausgelegt, dass man hier oben rumfährt. So, das müsste irgendwo da sein, oder? Da ist es. Ein bisschen so in die Richtung. Müsste das klappen. Hervorragend. Nee, das ist, ach, das ist gar nicht meine. Die gehört Joy. Oh, oh. Okay. Ey, warte mal. Kommt der wieder hoch? Och, komm. Ich dachte, der nimmt uns jetzt mit hoch. Schade. Oh, oh. Na geil, Freunde machen wir uns hier jedenfalls nicht. Ich gehe ja schon runter. Bin ja schon weg. Okay. Ja, gut. Ach so. Haben wir direkt eine Strafe bekommen. Gut, die können wir dann auch wieder zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich noch nach hinten kann. Nicht mehr so weit. Ah nee, das war nicht so gut. Hup. Ich war es nicht, der Buggy hat keine Hupe. Ich dachte ja mal, das war auch noch, das war, da kam, ich weiß nicht mehr, da waren die Buggys noch nicht so lange draußen. Und da hatte ich auch damals schon das PS4 Gamepad angeschlossen. Und hatte aber im Hintergrund noch auf dem Fernseher, auf der Playstation, da lief noch ein Spiel. So, das hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm. Und ich dachte dann, hier in Elite Dangerous, warum hupt denn der Buggy? Seit wann kann der Buggy hupen? Ich hatte aber im Hintergrund GTA 5 am Laufen und saß da in einem Auto, was ich halt überhaupt nicht mehr wusste. Und das Teil hatte aber gehupt und nicht das Spiel hier. Auch für ein, das ging eine ganze Weile, also war bestimmt eine halbe Stunde, in der ich mich gewundert habe, warum der Buggy auf einmal hupt. Ja. Ganz eigenartig. So. Naja gut, viel ist hier nicht los. Da können wir wieder zurück, die Strafe zahlen und dann boah, schauen wir uns mal noch ein bisschen hier im System um oder in der Umgebung, fliegen vielleicht mal noch ein bisschen raus. Ihr hattet mir auch, einer hatte mir geschrieben, da gibt es ein System, was wohl ja anscheinend unerreichbar wäre, aber vielleicht doch erreicht werden kann. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wo das System ist. Ich hab den Kommentar noch irgendwo. Muss ich mal im Spiel schauen, wie weit das weg ist. Wenn das natürlich ein System ist, was hinter Beagle Point ist. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Leben nochmal zum Beagle Point komme. Das war eine einmalige Reise, die ich mal angetreten bin, die ich übrigens zweimal antreten musste.
So. Können wir wieder zurück? Ja, können wir nicht. Komme ich hier nicht wieder rein? Ach nee, Moment. Ach Gott sei Dank. Dachte schon, wir kriegen jetzt keine da wegen dem anonymen Zugriff. So, jetzt können wir rein. Gut. Jo, jetzt geht's. Boarding wieder. Gehen wir wieder zurück in unser Schiffchen. Ja, direkt. Ach, scheiße, es geht. Och, Mann. Da müssen wir auch noch die andere Station hier aufsuchen, damit wir das bezahlen können. Och, ist doch nicht die Möglichkeit. Kann ja mal passieren. Gibt es im Witch-Head-Nebel irgendwas Gescheites? Von dem er sagt, guck dir das mal an oder das ist ganz interessant. Das sieht schön aus mit dem Nebel. Hannah Enterprise ist auch ein toller Name. Komm, erstmal weg vom Planeten. Gucken, wann das wieder verschwindet. Da ist es noch. Ja, noch ist es da. Okay. Okay, jetzt ist es weg. Ja, aber knapp 600 Kilometer sogar war das. Wow. Muss ich mal drauf achten, wenn wir mal irgendwo anders auf dem Planeten eine Station anfliegen. Ist das neu oder habe ich da bloß nie drauf geachtet? Wahrscheinlich, weil ich so oft das Glück habe, dass wenn ich mal auf dem Planeten was anfliege, immer auf der Nachtseite runter muss. Und da siehst du sowieso nicht. Wobei, durch die Lichter könnte man es ja dann sehen. Naja, aber ja auch geil. Ich finde das so schön mit den Nebeln da im Hintergrund. Das ist so eine tolle Aussicht. Es hat auch eine richtig gute Tiefenwirkung mittlerweile, die Nebel. Also, das, ja, ist nicht schwer zu erklären, aber dass das nicht bloß ein 2D-Gemälde ist, sondern so, dass es so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass es da einfach ja, nach hinten raus oder wie auch immer noch so ein bisschen weitergeht. Also volumetrisch möchte ich meinen. Ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist gut gemacht. Was gibt es denn so auf Hannah Enterprise? Was können wir denn da so machen? Und sogar eine Werft. Oh, Autolanden. Okay, Such- und Rettungsteam. Wäre ja auch eine Idee, dass wir uns einfach irgendwo einen Planeten raussuchen. Vielleicht direkt den davor. Alle keinen Vulkanismus. Oh. Wie zieht eines Lila dort hinten an? Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir. Müssen wir mal tiefer vordringen. Auch der Kleine da hinten. So, na komm, wir landen noch. Dann gucken wir mal, wo es uns weiterhin verschlägt. Ja, so ein paar Rettungskapseln bergen. Warum nicht? Wir haben 8 Plätze frei. Ist dann nur immer schade, wenn irgendwo dann noch eine 9. und eine 10. rumliegt, die muss halt 2 liegen lassen. Ja, aber wenn die da im Kryoschlaf sind, ist denen auch egal, ob die weiter pennen oder nicht. Die kriegen es ja sowieso nicht mit. Was ich ganz lustig fand, das war glaube ich eines der ersten Punkte für den Beta-Launcher, für den Beta-Patch, dass dort die ARX-Punkte deaktiviert wurden. Wow.
Wer hätte das gedacht, dass man in der Beta keine Arcs-Punkte sammeln kann? Das Gute ist, in der Beta kann man sich verhalten wie die Axt im Wald. Das ist ja alles, was man dort erspielt oder macht, das hat ja alles keinen Einfluss auf den richtigen Account. Wunderbar. Contact. Engines disengaged. Ah ja, Gott sei Dank. Gut. Direkt wieder reingewaschen. Weiße Weste. So soll es sein. Wunderbar. Gibt es denn hier so am schwarzen Brett? Gibt es da vielleicht irgendwas? Ach ja, die wollen wieder Spenden haben. Erntemaschinen. Vielleicht ein bisschen schwierig, das hier zu besorgen, oder? Für die Sache spenden, für welche? Incoming message. Ich war mal so frei. Damit hat man früher wie verrückt seinen Ruf gepusht. Da waren die Spenden aber so bei 30.000 Credits, nicht bei einer Million. Na gut, schade, viel gibt es hier nicht. Es gab doch... Warte mal, da wollte ich nochmal schauen. Genau, Wrackteilkomponenten. Weiß jemand, wo es die Teile gibt oder was die mit Persönliches meinen? Das sind die beiden Sachen, die habe ich, glaube ich, selber noch nie gesehen irgendwo. Ich wüsste nicht, wo es die gibt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Na gut, ich würde sagen, wir machen für heute Feierabend. Das war's. Bisschen Spaß gehabt dort auf... Weiß schon gar nicht mehr, wie der Doc hieß. Irgendwas mit D, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.